Loft. Give it to me, baby. Loft. Give it to me, baby. Loft. Give it to me, baby. Ja, hallo, mein Name ist Viktor Gelling, es ist sehr voll, das freut mich sehr, vielleicht ein, zwei Worte vorher, damit wir das zwischendrin nicht mehr machen müssen. Wir spielen ein Set, ein langes Set, das heißt keine Pause. Wir spielen ein paar Stücke von mir, danach improvisieren wir ein bisschen frei und danach spielen wir noch ein Stück, was nicht von mir ist. Und dann werde ich noch, weil es ja am Ende des Tages doch mein Bachelor-Konzert ist, noch ungefähr eine halbe Stunde darüber reden. Ich glaube, das war's fürs Erste. Wir sehen uns wieder auf der anderen Seite. Dream into the loneliness.
Surrender to the sound.
1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
heute und für immer. Wenn es um unsere Zukunft geht, man wollte Schicksal spielen dort und bei den anderen Welten. Mit Kräften unbenennbar. Heute und für immer. Etruscan kind must not be forgotten yet. Sie weinten in den Äther und wurden erhört. Das Firmament ist strahlend in Energie getränkt. Den Biestern ungeahnte Kräfte schenkt. With our powers unhinged and their weapons lost. How will they defend against 30 to 50 feral hogs? We'll be right back.
weiter und wurden erhört. Das Firmament ist Strahlen in Energie tränkt. Den Biestern ungeahnte Kräfte schenkt. With our powers unhinged and their weapons lost, how will they defend against 30 to 50 feral hogs? Könnte in den nächsten Jahrzehnten dramatisch wachsen. Das geht aus einer Untersuchung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hervor. Die IAEA revidierte ihre Prognose zum weltweiten Ausbau der Atomenergie zum ersten Mal seit 10 Jahren nach oben. Maximalszenario der Behörde mit Hauptsitz in Wien könnte sich die weltweite nukleare Produktionskapazität bis 2050 auf bis zu 792 Gigawatt verdoppeln.
Hunderttausende von Besuchern durchs Berg geführt. Noch immer ist er überzeugter Befürworter der Atomkraft. Kommenden Jahren, nicht zuletzt wegen der steigenden Elektromobilität.
How sad the fact that no one knows I sleep on the floor in my winter clothes to live my life in self-control was way too much for my sorrowed soul. Like the radio is slightly out of tune, and you're out of tune for everybody else. Somewhere between the oceans of white noise has to be a voice calling out for me. Thank you.
Heute und für immer. Bend um. Wir haben uns am Tornabsatz in diesem Jahr
Jahren war es bisher nur eine, doch weitere 10 Reaktoren sind im Bau. Russland folgt mit 24 AKW-Bauprojekten, Indien lässt 14 Anlagen errichten. Auch Japan will viele der nach dem Unfall von Fukushima abgeschalteten Atomwälder wieder in Betrieb nehmen und bis 2015 den Anteil des Atomstroms am Energiemix von heute 6 auf 22% steigern. Im Nahen Osten haben die Vereinigten Arabischen Emirate vergangene... Yum. 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 Yum.
Feineinstellung mit der Hand.
Ich würde demnächst, sonst ist Stefan sauer auf mich, den nächsten Teil würde ich gerne mit einem Witz meines Vaters einläuten. Gehen zwei Menschen ins Theater, sagt der eine gleich, kommt, mein Vater lacht schon. Gehen zwei Menschen ins Theater, sagt der eine, da kommt gleich der große Monolog, sagt der andere, hoffentlich setzt er sich nicht vor uns. Und in dem Sinne, es ist immer noch mein Abschlusskonzert, dementsprechend muss es leider auch, muss es jetzt einen kleinen Redeanteil geben, und zwar nicht, weil das in der Prüfungsordnung so steht, sondern weil ich mich einfach mal bei ein paar Menschen bedanken möchte. Und es davon auch sehr viele gibt. Vielleicht als allererstes meine Eltern, die heute auch hier sind, extra, die mich wirklich immer in jeder Situation unterstützt haben, auch wenn die Musik, die ich mache, nicht immer genau das ist, was sie in ihrer Freizeit hören würden. Und trotzdem, aber auch trotzdem irgendwie jederzeit hinter mir gestanden haben, und das ist doch auch unglaublich viel wert. Und ja, dafür würde ich mich als allererstes bedanken wollen. Als zweites vielleicht beim Rest meiner Familie stellvertretend, dafür sind meine Großeltern heute da. Der eine Teil meiner Großeltern aus Berlin. Der andere Teil guckt jetzt gerade über dem Fernseher irgendwo in Kleinmachnow zu. Hallo Oma, hallo Opa, ich bin im Fernsehen. Genau, und auch für den gesamten Rest meiner Familie. Ich glaube, das ist unglaublich wert, generell so eine nette Familie zu haben. Dann vielleicht als nächstes bei meinen FreundInnen. Zum einen die mich die ganze Zeit, die auch heute größtenteils hier sind und mich die ganze Zeit immer unterstützen. Das ist wirklich unglaublich viel wert. Und auf der anderen Seite auch die heute mit mir auf der Bühne stehen. Und ich glaube, es wäre eine ganz gute Zeit, dass ich diese jetzt vorstelle. Deswegen, Claudia Schlutzius am Gesang. Emilia Goss am Klavier und Synthesizer. Emily Wittbrot am Cello. Erik Haupt an der Gitarre.
Martha Tisenga on the saxophone. Isabel Popp an der Flöte und Bassflöte. Franziska Salka an der Petzold Kontrabass Blockflöte und anderen Blockflöten. Moritz Koch im Schlagzeug, Schlagwerk und Vibraphon. Ja, ich bin immer noch mein bester eigener Freund, auf jeden Fall. Okay, dann, ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht, wem ich alles danken sollte. Ich habe die aber leider in meiner Tasche vergessen und die liegt hinten. Vielleicht als nächstes an die, ich möchte nochmal daran erinnern, es ist ein Bachelor-Konzert, dementsprechend sitzen verschleiert im Publikum drei Prüfende, die heute das sich... das sich heute angucken und bewerten sollen. Vielleicht würde ich die auch mal namentlich alle gerne kurz vorstellen. Ich gehe mal von rechts nach links. Henrik Soll. Vielleicht dazu noch gesagt, wir hatten nie so richtig direkten Unterricht. Aber wir haben die Trio-Kombo gehabt, mehrmals. Montagabend um 21 Uhr. Ungefähr. Aber es ist vielleicht auch ein ganz guter Moment, um sich vielleicht auch nochmal bei allen Lehrenden irgendwie an der HFMT, die jetzt heute da sind oder nicht da sind, sich auch nochmal zu bedanken. Weil ich glaube, egal ob ich jetzt intensiven Hauptfachunterricht irgendwie 2-3 Jahre hatte oder nicht, es gibt von jedem was man gut mitnehmen kann, und ich glaube, manche von den Lektionen fruchten vielleicht erst in so 5 Jahren, aber und ich habe mir auch gedacht, so, wenn ich dich frage, dann habe ich irgendwie, fühle ich mich gut, wenn ich spiele, deswegen finde ich es auch interessant, irgendwie deine Meinung dazu zu hören. Dann in der Mitte mein Lehrer, Dieter Manderscheid. Ja, wir haben ja schon irgendwie im letzten Hauptfachunterricht so ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht auch nochmal an der Stelle danke für alles. Man weiß irgendwie dann nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll, deswegen belasse ich es einfach mal dabei. Ich hoffe, du weißt, wie das gemeint ist. Und als drittes, worüber ich mich auch sehr freue, Susanne Blumenthal. Deren Meinung ich auch sehr gespannt bin, auf jeden Fall. als allernächstes dann an On Cologne, an das Büro für Neue Musik, die mir für dieses Konzert ein Mikrostipendium gegeben haben und auch jenseits davon für irgendwie mich stetig unterstützen in Sachen, die ich tue, und auch eine super gute Anlaufstelle sind für alle beratenden Sachen und immer hilfsbereit sind. Lorenz nickt schon in der ersten Reihe. deswegen auch mal an dieser Stelle einen Applaus für die. Für Daniel Menneken und Helene Häuser und Rose Weisgerber und alle, deren Namen mir jetzt gerade leider nicht einfällt. Von den Leuten, die ich mir hierarchisch noch auf jeden Fall aufgeschrieben habe, noch ein unglaublich großer Dank ans Loft. An Benny, der irgendwo da hinten ist, ich sehe ihn nicht zwischen den ganzen Scheinwerfern, oder vielleicht ist er auch schon weg, aber er soll sich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Das Loft ist einer der wenigen Orte, die ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe, wo man sich ein Stück weit immer willkommen fühlt. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich hier spiele, und auch war auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Ein Anlaufpunkt zu haben, an dem man sich auch selbst im Studium, wenn man noch vielleicht noch nicht so erfahren ist,
und ganz neu in der Stadt und nicht so genau weiß, was irgendwo ganz viel, also relativ unsicher ist in vielen Dingen, man irgendwie immer einen sicheren Anlaufpunkt hat und der irgendwie und auch immer man eigentlich immer willkommen ist, egal in welcher Position, egal ob als Zuhörer, als Spielender. Und vielleicht auch nochmal gesagt, weil das ja irgendwie, weil das nicht so richtig gut kommuniziert wurde, Jazzclub des Jahres 2021. Deutscher Jazzpreis. Ja, dann würde ich mich, oh Gott, ich habe mir eine Liste gemacht, aber ich vergesse es jetzt gerade. Ich würde mich bei Herr Wundke bedanken, meinem Klassenlehrer. I think we were joking about this earlier, but I don't. Und Susan Sarandon. Yeah, thank you to Susan Sarandon. Und ja, ich glaube, das war's. Claudia Schlutzius, Emilia Gomez, Emily Wittbrot, Erik Haupt, Franziska Salka, Isabella Popp, Martha Tiesenger und Moritz Koch. Es sei vielleicht noch als allerletztes gesagt, dass die Leute, die mit mir hier gerade auf der Bühne stehen, es war, diese ganze Organisation war kein leichtes, von Anfang an nicht. Und es wurde irgendwie immer schwerer. Und es ist unglaublich viel wert, dass irgendwie hier ich sogar 8 Leute finden konnte, die mir irgendwie ohne irgendwelche Bedingungen den Rücken gestärkt haben. Und ich glaube, sonst wäre ich komplett verrückt geworden im letzten halben Jahr. Deswegen vielleicht auch nochmal danke an euch alle. Ach, da liegt ja noch einer. Ja, wir spielen noch einen. Schwierig, den Inhalt des nächsten Songs zu erklären, deswegen spielen wir den einfach. Thank you.
Freut mich unglaublich, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, das Konzert ist nun vorbei. Lofts.